Heute erschien dieser Artikel auf Finanznet über Bitcoin. 2023 soll man auf 5.000 fallen. Die Frage ist, wo waren die eigentlich bei 65.000? Wie ich den Markt sehe, wo ich den Boden sehe und als wir bei 65.000 gewesen sind, das ist das Inhalt dieses Videos. Wenn euch das gefällt, Daumen nach oben, geht's da gleich einmal drücken und dann starten wir gleich. Vorweg mal, all diese Bilder gibt es auf meiner Homepage, das verlinke ich euch unter dem Video. Hier ein Auszug von einer Facebook-Seite, das war im Jänner 2021, wo ich davon schon gesprochen habe, dass wir da fallende Kurse sehen werden. 22 war dies. Dann auch der erste Einschlag, als wir auf 46 gefallen sind, mit dem neuerlichen Ziel nach unten hin auf 13.880. Also ich bekräftigte meine Bewegung, beziehungsweise dass es eine Bewegung nach unten geben sollte. Hier eine Animation, die auch natürlich auf meiner Seite zu finden ist. Man sieht schon schön die Prognose einerseits aus den Videos und dann auch die Realität dazu. Immer wieder setze ich auf fallende Kurse, meine Videos zeugen davon. Jetzt, da kommen wir zu meiner Prognose. Die sieht folgendermaßen aus, die ich schon bereits vor einigen Wochen mitgeteilt habe. Ich sehe Kurse von 9.700. Wo kommen diese Kurse eigentlich her? Das sehen wir da hier herüben. Also da herunten sehe ich gewissermaßen den Boden. Auch zeitgleich ist dies das Ende einer Aufwärtsbewegung. Hier sehen wir jetzt dann nun diese Aufwärtsbewegung bzw. diese Trendlinie, von der ich ausgehe, dass wir diese hier nun ansteuern werden. Also in diesem Bereich und dann sind wir bei diesen 9.700 angelangt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben ist klar, sodass der Google-Algorithmus das auch tatsächlich erkennt und weiterverteilt. Tschüss!